So, die Kamera läuft. Okay, gut. Nachdem ich mehrmals meine Haare gefärbt habe und die Farbe auch nicht mehr rauskriege, von dunkel auf hell ging nicht. Wie man sieht, ich habe gestern versucht, blond zu färben. Sieht man das? Nein, nee. Natürlich nicht. Sehen eher rot aus. Genau, rot wollte ich sie haben. Blond sind sie nicht geworden, weil... Naja. Und demnach habe ich jetzt beschlossen, weg mit den Haaren. Ja, meine Mutter hasst mich. Ich hoffe, sie verzeiht mir irgendwann oder redet mit mir. Was hast du als Equipment? Meine Ausstattung ist ein Kamm, weil meine Mama, die ja gerade filmt, meint, ich soll doch mal bitte mir vorher die Haare kämmen. Dann habe ich zwei Scheren und einen Rasierer. Gott. Ja, gut. Gut. Unten sind sie unglaublich kaputt. Also eigentlich müsste ich schon bestimmt so ein Stück abschneiden an Haaren. Aber mir gefällt das nicht und von daher habe ich gedacht, ich kriege sie eh nicht mehr braun, meine natürliche Haarfarbe. Also kann ich sie auch abrasieren. Oh Gott, ist das schlecht. Und dann wachsen sie irgendwann wieder nach. Im Endeffekt sind es doch sowieso nur tote Zellen. Wird wahrscheinlich mal die Position wechseln müssen, wegen der Sonne. Nee, mach ruhig. Ach so. Weil die Sonne reflektiert im Spiegel. Ja, ich glaube, hier ist besser. So. Bist du jetzt zufrieden? Ich bin nicht unzufrieden, aber ich glaube, ich werde gleich unzufrieden sein. Oh Gott. Na dann, oh, fangen wir doch mal an. Oh Gott, ausgerechnet davor. Also Mädels, überlegt euch vorher, ob ihr eure Haare mal färbt. Von dunkel auf hell geht's nämlich nicht. Oder fragt euren Friseur. Ja, wieso gehst du eigentlich nicht zum Friseur? Weil ich jetzt keine Haare mehr habe. Ich meine, warum hast du dich nicht entschieden, das den Friseur machen zu lassen? Geldmangel. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Weil ich gerne experimentiere und ich sehr spontan und impulsiv bin. Goodbye, Herr. Andere Frauen färben sich die Haare, das hast du ja gemacht, wenn sie sich von ihrem Partner trennen oder der Partner von ihnen. Aber du glaubst nicht, dass das da vielleicht mit zu tun hat? Nee. Nicht. Es hat damit zu tun, dass ich es einfach nur scheiße finde, dass ich meine Haare nicht so färben kann, wie ich es will. Ich hätte sie jetzt gern komplett rot gehabt, aber irgendwann nimmt das Haar die Farbe nicht mehr an. Und demnach... Außerdem könnte ich jeden Monat meine Haare verändern. Aber es ist auch schade ums Geld, wenn ich mir permanent Haarfarbe kaufe und meine Haare nur noch mehr kaputt mache. Also können sie auch ab, dann habe ich erstmal Ruhe. Seit wann hast du den Wunsch, dir die Haare wieder kurz schneiden zu lassen? Weil du hattest ja vor 3 Jahren schon mal... Müssen jetzt so ein paar Wochen sein, so 3 Wochen oder so. Ist ja noch nicht so lange. Nee, aber dann fing ich auch an schon zu färben, weil es mich einfach gelangweilt hat und dann
wirklich dunkel, dann war ich einen Monat lang zufrieden. Aber einen Monat danach, oh Gott, dann hatte ich keinen Bock mehr. Du hast wie ein totes Tier in der Schüssel. Ja, ne? Da noch irgendwo lange Haare? Lang würde ich jetzt nicht mehr sagen. Also lang ist völlig fehl am Platz. Es sind längere und kürzere Haare. Aber lang kannst du vergessen. So, Schritt Nummer 2. Nein, Schritt Nummer 3 ist das jetzt. Also erst Haare bürsten? Ja, jetzt brauche ich nicht mehr bürsten. So, hast du mal gesagt, 3 mm? Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich werde wahrscheinlich gleich anfangen zu schreien. Es liegt nicht an dem Apparat hier, an der Kamera. Das dann. Ich versuche, meinen Schrei zu unterdrücken. Warte, ich komme auf die andere Seite. Tut weh? Nee, ich habe das Gefühl, es rasiert nicht richtig. Komisch, ich mache so eine ähnliche Bewegung immer, wenn ich meinen Topf reinige, aber du scheinst eher deinen Kopf zu reinigen. Inwiefern? Deinen Topf zu reinigen, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, wenn da was Klebriges dran packt, das macht nicht so einen Krach. Diese Bewegung, die du ausführst, das Schrubben. Sieht aus, als würdest du deinen Kopf schrubben. Jetzt hast du rotblondes Haar. Ja. Ich glaube, nachher musst du mir dann mal helfen. Oh Gott. Mit hinten nicht. Ich sehe das nicht. Ja, alles gut, dass ich die Tür zugemacht habe. Ja. Oh.
My daughter is buzzing her hair. Also ganz ehrlich, du musst es dann hinten machen. Jetzt? Nee, das kannst du ja nachher machen. Fang ich erst mal hier an. Hast du das dann lieber Flick? Vielleicht sollte ich da so eine Blume ummalen. Anstrengend, oder? Tut dir schon der Arm weh? Nee, das nicht, aber ich höre, das geht immer nicht, ich will nicht. Krass, vorne sind sie wieder braun und dahinter sind sie wieder rot. Wie lange das dauert, ey. Ja, oder? Sind das jetzt schon über 12 Minuten? Also mit Bürsten und so, aber trotzdem. Ich glaube, mit einer professionellen Maschine ist das in einer Minute erledigt. Ja. Haben wir ja sowas nicht. Ja. Das ist ja nicht auch besser so. Ja, vielleicht. Da das jetzt schon zum zweiten Mal ist, dass du das machst. Gehst du davon aus, dass ich nochmal mache? Nee, habe ich das jetzt auch gefilmt oder film das, damit du dir dann vielleicht beim nächsten Mal das nochmal überlegst, genau. Ob ich meine Haare färbe, ob ich sie wieder an den Seiten rasiere. Richtig, dass dir das dann in Erinnerung bleibt, weil das vergisst du ja immer schnell. Ich weiß. Das ist so krass, wenn das der Farbunterschied. Hier sieht man, das ist so braun und überall anders ist es so rötlich noch. Na, macht der Akku schon schlapp? Nee. Seine Batterie. Ich habe das Kabel nicht gefunden. Aber ich krieg hinten die Haare nicht weg. Das heißt, das musst du machen. Dann müsste ich jetzt mal hier abbrechen, oder wie? Ja, wir können ja danach noch ein Foto machen oder so und dann. Oder dann, dass du dich mal drehst. Okay, dann breche ich jetzt hier ab.